Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen heute an der Schwelle des Jahres 2020/21 und im vergangenen Jahr an diesem Punkt hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das Jahr eine solche Wendung nehmen würde. Mit allen Umständen, mit allen Neuerungen und mit allen Verwerfungen. In gewisser Weise war es ein Anusorinelee, aber aus der Perspektive Gottes vermutlich, ja sicherlich, ein Anusdomini. Und auch in dieser Zeit wollen wir den Herrn loben. Auch in dieser Zeit wollen wir dem Herrn danken. Danken auch für alle, die nicht hier sein können, die wir aber im Gebet bitten. Wir wollen den Herrn in Kyrie bitten, dass er zu uns kommt. Wir beten, Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Der allmächtige und gütige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns. Denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht zu uns gehörten. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es. Ich schreibe euch nicht, dass ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern ich schreibe euch, dass ihr sie wisst und dass keine Lüge von der Wahrheit stammt. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an deinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, der hat Kunde gebracht. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Anfang war das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir versuchen uns darzustellen, dass er bei uns wohnt mit den Hirten. Eine Ahnung sagen, dass es Gott wohnt bei uns. Einfach daran zu denken, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Ein Ort, wo ich sagen darf, ich zu Hause. Und gelegentlich kann ich an den Kühlschrank gehen oder an den Vorratsschrank. Es wird mir viel machen, etwas zu essen, zu trinken, ja, und dem ich wohl fühle. Das ist möglich. Ja, zwischendurch oder vorher habe ich Vorräte angelegt. Und es ist so, ich weiß ja, übermorgen kann ich die Vorräte da auffüllen. Und kann diesen Ort, mein Wohnzimmer, genießen. Aber was denn, wenn ich meine Wohnung verlasse? Rausgehe, das Haus verlassen. Heute ist dann Feuchtkalte Luftfläche. Wohlfühlen bei solchen Wettern.
Hilft es, wenn ich dann anfange zu jammern? Wenn ich es voll umstelle, müsst ihr ja auch wach sein und glücklich. Und mein Bier müsste ja alles auch da sein. Geht gar nicht. Wenn ich den Raum verlasse, verliere ich es. Völlig klar. Und in diesem Jahr, Großbritannien verlässt Europa. Diese Nacht ist dieser große Schritt mit den Übergangsregelungen und es wird gejammert. Warum ist es nicht so wie vorher, wenn ich den Raum der Gemeinschaft verlasse? Natürlich fehlt dann was. Hilft dann das Jammern? Und wenn ich viele andere im Jahr 2019, so bei der Statistik, Mitte dieses Jahres zu lesen, haben mehr Menschen als je zuvor die katholische Kirche, evangelische Kirche verlassen, ausgetreten. Also mehr als eine dunkle Nacht, Finsternis. Aber aus solchen Dilemma, jetzt speziell Europa und Großbritannien, ja, die verschiedenen Länder, ich glaube, es ist Aufgabe der Bürger, der Politiker, aus solchen Dilemma das Beste zu machen. Solidarität mit jenen, die suchen und leben in Gemeinschaft. Solidarität, ein großes Wort. Und es ist auch eine Absage, so ein Wort an dieses My State First. Oder ich muss allen voran sein. Ich kann alle anderen zur Seite schützen mit meinen Ellenbogen. Kann ich machen. Ich habe nicht verstanden, dass das so im Evangelium steht. Vielleicht habe ich da was verlesen. Ich verstehe das Evangelium anders. Nicht zur Seite wachsen. Nicht zu sagen, ich bin der Beste. Der Lockdown sagt sehr deutlich im März: Mensch, pass auf, was du machst. Du kannst doch gar nicht alles. Du Mensch meinst, du könntest alles. Du wärst allmächtig. Husten. Aber im März, April, in diesem ersten Lockdown, gab es so viele Zeichen von Solidarität. Eigentlich faszinierend, wie man da sagt, ich muss gucken, ob der Nachbar einkaufen gehen darf, ob er im Haus dabei ist, Quarantäne hat. Ich muss gucken. Oder es gab Aktionen, wo man sagt, wir stellen eine Kerze ins Fenster zu bestimmten Zeiten. Ja, zu sagen, wir sind trotz der Bedrängnis, trotz dieser Finsternis einer Krankheit, die sich ausbreitet, wir sind gar nicht ganz allein verlassen. Das Licht brennt in die Welt. Das war im März oder April so ein Zeichen in den Fenstern, ein Licht zu bestimmten Zeiten. Ja, da war die Kirche anders zu sehen. Unsere Kirchräume waren verschlossen. War schon komische Ostern. Kann man dann alleine glauben? Können Sie alleine glauben? Ich kann das nicht. Ich kann alleine an Gebet sprechen. Aber ja, wir haben ihn beigebracht. Oder wenn wir gerade etwas aus der Bibel gehört haben, da haben andere etwas festgehalten. Glauben ist gemeinsame Geschichte.
Heute der Gottesdienst wird mit der Kamera aufgenommen. Dass wir nicht hier sein können, dürfen, wollen, vielleicht wegen Ängsten, dann später zu Hause sehen und nachher ist ein Gottesdienst stattgefunden. Und in anderer Weise im Glauben verbunden sind. Wir haben, was so abkommt, seit relativ kurzer Zeit Gottesdienste, die direkt übertragen, streamen, wie das so schön heißt. Glaube ist Kommunion. Und wie wichtig so eine Kommunion, eine Gemeinschaft von Glauben ist, ist eigentlich dann sehr deutlich, wenn es fehlt. Die Kirchen waren verschlossen im April. Und manchmal sind auch jetzt Kirchen verschlossen. Es gab eine Diskussion. Könnt ihr verantworten, jetzt Gottesdienste zu halten? Wir müssen vorsichtig sein. Wir sehen ja nicht den Abstand. Aber wie kostbar auch Gemeinschaft ist, ich glaube, es wird sehr deutlich, wie das alle wollen. So wie Gesundheit. Wenn es mir fehlt, dann merke ich, dass meine kostbare Gesundheit, die kostbare Gemeinschaft, die kostbare Glaube ist. Jemand hat mir gesagt, in dieser Diskussion, könnt ihr Gottesdienst feiern? Wollt ihr Gottesdienst feiern? Trotz dieser Auflagen, trotz Infektionszahlen? Hat jemand aus der Bibel eine Antwort gegeben? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber manchmal ja, ist so eben, andere helfen mir zu glauben, hat mir eine Frau gesagt, das Satz. Und so eigentlich, was im Februar gestartet war, für die Kirche Deutschlands, katholische Kirche, Start für einen sogenannten synodalen Prozess. Erneuerlicher Kirchenstadtplan. Teilnehmer quer durch verschiedene Schichten. Also nicht nur Bischöfe, nicht nur Laien, gut damit zusammen. Es wurde nicht abgesagt, sondern abgebremst. Es war ein ganz schön anstrengendes Treffen. Sie erst mal unterhalten, dann haben wir eine Geschäftsordnung. Noch lange davon gelernt, über den Glauben, über die heißen Themen, delikate Themen zu reden. Das hätte dieses Jahr sein können. Ob es die Kirche nach vorne gebracht hat, ist eine andere Frage. Weiß ich nicht. Delikate Themen. Gewaltenteilung in der Kirche, Demokratie in der Kirche, Mitbestimmung, die Rolle der Frau in der Kirche. Ich glaube, auch so ein Ewigkeitsthema. Warum ist das so schwierig? Dann das Priesterbild. Was prägt unsere Situation der Kirche? Und welches Priesterbild ist möglich? Dann als vierte, das bekannte Thema, Sexualmoral. Auch auf dem Hintergrund, ja, sexueller Missbrauch, den es gegeben hat. Also eine Menge Themen, die gut wären, beleuchtet zu werden. Dein Weg des Glaubens, ja, vielleicht zu finden, aber erstmal zu dienen. Und dann, also, glaube ich, ist doch schon dann eine Antwort in dieser säkularen Welt geben. Leute, so können wir in dieser Welt, in diesem Jahrhundert, Hoffende, Glaubende und Liebende sein. Ja, und dann, wie die Woche danach, ich war ein bisschen überrascht, dass ein Studienkollege von mir
dann sagt, ich möchte nicht mehr kandidieren, nicht mehr Sprecher der Bischofskonferenz sein. Ich glaube, wenn ich den Reinhard kenne, er war genervt. Und in all diesen ganz schön anstrengenden Situationen, wir brauchen Solidarität. Mit denen, die hoffen, mit denen, die reden, mit denen, die suchen. Ja, und von der großen Politik jetzt auf unseren pastoralen Raum, unser Pastoralhaus. Was ist denn in der Kirche hier in Wetter, Ende und Herdecke los? Eins war gerade schon angesprochen, es gibt in diesem Jahr Auflagen für den Gottesdienst. Dass wir irgendwie versuchen, den klassischen Kirchenraum zu sprengen, zu weiten. Leute, ihr seid auch da. Gut, dass ihr auch da seid. Dann eines, was es seit Mai neu in anderer Form mit die Fahrrichtung. Mit einem Gesicht für alle drei Gemeinden, ohne extra Zettelkiss für Gemeinde A, G und C. Dann was dieses Jahr, ich glaube, ich vermute Ihnen auch so. Sonst steht man auf dem Kirchplatz oder an manchen Sonntagen beim Treffen im Pfarrheim, Tasse Kaffee, Pilze, Bier zu unterhalten, Kröpfe halten. Es fehlt mir. Ja, und dann die Sakramentenspende müsste anders sein. Ich habe das sehr klassisch gespürt bei der feierlichen Erstkommunion. Nicht eine große Feier, sondern immer zwei oder drei Kinder in deiner Verantwortung zu feiern. Und das großartige Kindheit war trotzdem großartig. Ich habe manches Glänzen der Augen sehen, dass man mit zwei oder drei Kindern mit Namen ansprechen konnte, hatte auch was. Und Führung. Die Stelle der Führung müsste vielmal sein, aber ohne Gemeindefreiheit. Einfach nur die vier Bewerber, Eltern und Paare. Was war's? Also, es gab schon Menschen zu verzichten. Beim Pfarrfest, Patronatsfest, hat es so auch nicht gegeben. Es hat einmal auf dem Kirchplatz von Philippus Jakobus ein Treffen gegeben. Zum Vorplatz, zum Freien. Es hat die Sonne geschienen, aber das ist möglich. Aber es ist etwas anderes als ein Patronatsfest. Insofern eigentlich, ja, wir bleiben dabei, es ist ein Ringenfest. Aber das ist nichts Neues. Und Kirche, wie sie sein kann, sein soll, wurde schon immer gewonnen. Auch, ja, das ist ja das Entscheidende. Nochmal, mein Eingang auf diesen Blick hier, die Krippe. Oder auf den Altar. Beide Male heißt es nicht, Gott will hier ankommen. Bei allen unseren Haken und Ösen, die wir haben. Von der Gesundheit her oder andere Wagenblößen, die ich nicht ertrage. Da hinein sagt dieser Gott eben, der Engel sagt es an die Hirten, an die Menschen auf dem Feld. Heute ist euch der Retter. Friede Menschen auf der Erde. Die Menschen, die gewillt sind, mögen sich empfangen. Eine Zusage. Auch in dieser Zeit. Und dieser Zusage dann eigentlich in unserem Wohnzimmerstübchen des Glaubens sitzen können und genießen. Gott kommt trotz aller Finsternis, um uns zu erhellen, zu befreien, zu sagen, ich bin auch gerade dann mit euch. Immanuel, Gott mit uns.
Herr unser Gott, die Helden haben die gute Botschaft gehört und sich angerufen. Wie die Helden und Maria auf dem Tipp, lasst auch wir uns auf diesen Ruf ein, fürchtet euch nicht. So lasst uns mit Hoffnung, mit Glück und Sorgen jetzt zu dir wenden. Beten wir für die Menschen, die uns im vergangenen Jahr begegnet sind und die uns Gutes getan haben, für alle, die mit Sorge oder Angst in das neue Jahr gehen, deren Familien von Krankheit, Tod oder Existenzverlust bedroht sind. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die mit ihren Entscheidungen, Gesellschaft und Kirche in eine gute und gerechte Zukunft führen, weltweit und hier bei uns. Für alle, die sich aktiv für Frieden und menschenwürdige Lebensbedingungen überall auf der Welt einsetzen. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir beten für die Kirche in Deutschland auf ihrem synodalen Weg. Für alle, die nach neuen Wegen suchen, die gute Nachricht für heute ins Leben der Menschen zu bringen und als Kirche für die Menschen da zu sein. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir beten für alte und junge Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, für die Patienten auf den Intensivstationen, für die Sterbenden, für alle Helferinnen und Helfer in Kliniken, in Alten- und Pflegeheimen, und in den Impfstationen. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir beten für die flüchtenden Menschen, die in Bosnien und auf den griechischen Inseln festsitzen in bitterer Kälte, ohne ausreichende Nahrung, Decken und medizinische Hilfe. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir beten für die Familien in Kroatien, deren Wohnungen bei den Erdbeben zerstört wurden und die auf Hilfe warten. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Wir beten für die im letzten Jahr Verstorbenen in unseren Familien, in unserem Freundeskreis und für die vielen Menschen, um die niemand trauert. Und für alle, die einen Unfall oder eine Krankheit viel zu früh aus dem Leben gerissen hat. Guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Insbesondere beten wir für die Verstorbenen Alfons Stumper und Mathilde Kosowski. Herr, nimm sie auf in dein Reich und, guter Gott, stärke du ihre Hoffnung. Ja, du bist unser Herr, Gott. Du hältst uns so feierlich. Hier und heute loben und preisen dich. Tag für Tag bis zum Ende unserer Zeit. Immer wieder feierlich mit Christus, unserem Herrn. Amen.
Wir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt im Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge sieht. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem heiligen Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns unter dein Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der gesamten Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, in Gemeinschaft mit dem Bischof in Rom, Papst Franziskus, in Gemeinschaft mit unserem Bischof in Paderborn, Hans Jurek, in Gemeinschaft mit allen Bischöfen, Priestern, Diakonen, Ordensleuten, Eheleute, ja mit allen, die zu einem Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Schwestern und Brüder, die gestorben sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, bei dir auf, wo sie dich schauen, von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit den heiligen Petrus und Paulus, Philippus, Jakobus, heiligen Urban, heiligen Elisabeth und mit allen unseren Namensgottern und mit all jenen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass sie dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus.
Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum wagen wir zu beten. Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld und führe uns nicht. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes. Seht das Lamm Gottes, das im Bett und die Sünde der Welt. Herr, ich bin dich gewöhnt, dass du mein Jesu vermeint hast. Aber steh in meinem Gott, für den ich mein Sinn. Heute ist uns in der Stadt Davids der Messias geboren, Jesus Christus, unser Herr.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, in jeder Not bist du unsere Hilfe. Du hast uns im vergangenen Jahr auf unseren Wegen begleitet. Bleibe bei uns mit deinem Schutz. Gib uns, was wir für dieses vergängliche Leben brauchen. Und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen nun den Herrn im Sakrament verehren, ihn schauen unter diesem Zeichen, auf dass wir ihn in der Ewigkeit sehen von Angesicht zu Angesicht.
Amen.